Hey Basti, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. In altbekannter Umgebung. Weißt du, was wir heute machen? Ich habe keine Ahnung, bitte. Wir gehen heute woanders hin. Und zwar haben wir 4 Kandidaten, die können diesen wunderschönen Schuh gewinnen. Und werden aber die Challenge haben, so viele Makis wie möglich innerhalb von 90 Minuten zu essen. Ja, so, du weißt eh, Maki, gut, Makis. Ja, wie kommt man auf so Ideen? Fragezeichen. Ein Freund von mir hat ein Sushi-Lokal und das ist auch genau der Grund, warum wir das machen können. Denn wir machen das nicht hier, sondern wir machen das... Sondern hier. Wir sind im Ebi im 21. Die Aufgabe ist einfach. Wer am meisten Gurkenmaki essen kann innerhalb von 90 Minuten, gewinnt diesen wunderschönen Schuh in seiner Größe. Wir haben 4 tolle Kandidaten, die sich alle Baba vorbereitet haben. Wie habt ihr euch vorbereitet? Sag mal. Ich war gestern All You Can Eat essen und heute Mittag essen. Warst du schon essen? Nein. Aber gestern war ich All You Can Eat essen. Magen schon ausgeweitet. Ich bin heute um 7 Uhr aufgewacht und habe ganz viel Wasser getrunken. Ich habe nichts mehr gegessen, seitdem ich mich angerufen habe. Ich war zweimal im Klo. Also, alle sind super vorbereitet. Dann würde ich sagen, bestellen wir jetzt mal Makis und dann gucken wir, wer das gewinnt. Alle 10 Minuten haben wir dieses wunderschöne Drehding. Daran drehen wir, jeder wird gleich eine Farbe bekommen. Unter der Farbe schreiben wir auch auf, wie viele Makis sie gegessen haben. Das wird natürlich ganz genau beobachtet. Und der, auf den dieses wunderschöne Ding zeigt, muss einen Joker ziehen. Die Joker sind in diesem wunderschönen Umschlag hier. Es sind positive Joker, es sind negative Joker. Sie können euch das Leben schwerer oder einfacher machen. Was da drin ist, wisst ihr nicht. Wisst ihr erst dann, wenn ich es aufgemacht habe. Ja, dann machen wir das so, ne? Wir bestellen jetzt einfach mal 18. Wir bestellen 18 mal 3. 18 mal 3 sind... Das ist zu wenig. Ja, wir bestellen auch nach. Das ist zu wenig! Das sind 54! Das reicht uns nicht! Das sind 54! Die erste Bestellung ist erhalten und wird in kurze Beine sein. Aber 54, das geht doch nicht durch 4, oder? Vielleicht um die 100? Ah. Ja, ich. Ja. Ja, wir bestellen uns vielleicht nice Sachen so. Ich hab Bock auf Kroketten, Alter. Aber die Kroketten sind richtig krass bei Ebi. Die Kroketten sind geistesgrand so Baba, ich esse die nur. Und, aber es steht, es ist ja, Käse drin, aber es ist kein Käse drin. Doch. Das wo? Ist beides. Das ist so Kartoffeldings. Ohne Scheiße, sorry. Okay. Ihr seid keine Ebi-Pros, das ist mit euch. Litchi. Litchi? Ich hab gestern 20 Litchis gegessen in 15 Sekunden. Was? Ich hab mir gestern einfach 10 Marke geholt, um zu schauen, wie schnell ich sie essen kann. Und? Unter 30 Sekunden. 10? Ja, frag ihn, er war mit wie mir alles. Oh, ich Mund krieg Angst, Leute. So. Tack, tack, tack. Ich hab mit 2 Gabeln gegessen. Was? Ich zeig dir dann das Litchi. Aber es geht nicht um die Schnelle, es geht um die Menge. Aber um die Masse. Dann können wir beginnen. Ich time jetzt den Timer auf 10 Minuten. Mach schneller, ich hab Hunger. Damit in 10 Minuten beginnen wir mit dem ersten Joker. Okay. Und ihr könnt jetzt anfangen mit eurem Makis. Oh. Auf chillig, Prost Jungs. Prost, Mittag. Mahlzeit. Auf gratis Mittagessen. Delicious. Das schmeckt wie Bedoma. Also der erste schmeckt noch gut. Sie gibt dir so Gas. Ist normal so. Und jetzt auch normal. Du isst mit Händen, Alter. Ich geh's auch normal. So, oder was? Du ekliger Mann. Hast du gerade 6 Maki auf einmal gegessen? David schneidet einfach straight up aus. Kotz nicht. Ich kann wieder ohne jetzt hat jeder 13 Stück gegessen. Ihr habt noch 36 auf euren Tellern gerade. Macht euch keine Sorgen, wir bestellen euch gleich wieder neue, damit ihr auf jeden Fall nicht mehr auf dem Trockenen sitzt. Aber es ist Zeit für unseren ersten Joker. Deswegen, ich würde sagen, wir drehen Reihe um. Wer möchte als erstes drehen? Ja. Du möchtest als erstes drehen. Sehr gut. Dann gehen wir danach. Der Jüngste beginnt. Ja, okay. Fairer Pick. So, du darfst drehen. Wir removen diesen Schuh ganz kurz dafür und stellen dieses wunderschöne Drehding dahin. Ich hab meine Farbe vergessen. Du bist gelb. Und du bist dran. Bist du? Hm? Ja, das ist ziemlich die Mitte. Das ist ziemlich die Mitte, ich glaube, du musst nochmal drehen. Oh, das war ein Scheiß-Spin. Gelb. Okay, du darfst einen dieser wunderschönen Joker ziehen. Manche sind positiv, manche sind negativ. Scheiß-Joker. Picky Rick. Oh nein, du Hammer. Oh. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Weißt du, was Pickle Rick ist? Kennst Nein. du die berühmte, hast du hier Rick and Morty gesehen? Ja, ja. Kennst du die Rick and Morty Folge, in der sich Nein. Rick in eine Salatschüssel verwandelt hat? Ist auch nicht richtig, weil hier ist Pickle ganz anders geschrieben. Das hat auch Nein! Folge
folgendes Video anschauen. Oh, man! Du musst dir für eine Minute fucking das Video anschauen. Die anderen müssen das nicht sehen. Steig aus, du musst aussteigen sonst. Nein, Mann, ich kann sowas nicht sehen. Steig raus, eines deiner Markis. Scheiß auf den Schuh, ist was Gescheites. Ich hab gewonnen! Ich werde genüsslich weiter essen. Ich schau, dass du dir das auch schön anschaust. Du musst zittern. Boah, ich bin so froh, dass ich diesen Job gezogen habe. Boah, Alter, ich nicht auf. Alter, komm rüber. Okay, warte. Ey, Barbie, ja, ich brauch Sojasauce. Ich brauch Sojasauce, kriegst du Oh mein Gott, 24 Sekunden hast du schon geschafft. Easy, Mann. Da krieg ich nur noch mehr Hunger. Dieses Mindset. Was ist das überhaupt an? Dann stell ich mir das vor. Oh, hör auf. 3 Sekunden. Der erste Joker einfach. Okay, okay. Boah! Das ist echt der. Was hat der Typ in sein Gesicht, Mann? Alter, wie pervers bist du, Fabi, dass du dir sowas überlegst? Er hat am meisten gegessen während seinem Joker, wenn wir auch gelacht haben. Mindset. Okay, 10 Minuten haben wir den nächsten Joker. Ich muss zugeben, das ist der Joker, den ich am wenigsten gerne gezogen hätte. Also, du hast deine 36 absolviert. So. Ja, also ich bin noch immer voll dabei. Weil Hassan so langsam ist, nehmen wir Hassan jetzt welche weg und geben sie Max. Ja. Kann ihn ja nicht ausbremsen. Geil, Mann. Ja. Boah. Das ist Zwischenstand, weißt du? 49, warte. 50. Es ist Jokerzeit. Schauen wir mal. Deswegen darf Max drehen. Es ist Left-Hand-Zeit. Jawohl! Das war ein Winterflügel. Winterflügel, was? Nein. Winterflügel? Nein. Was Winterflügel? Selbst diese Red Bull Winter Edition. Danke, Fabi, für diese Möglichkeit, die Red Bull Winter Edition zu probieren. Danke, Mann! Bitteschön, deine Red Bull Winter Edition. Was muss ich damit machen? Die darfst du trinken. Achso, das ist ein guter Joker. Das ist ein guter Joker. Wow, ich hätte so gerne. Du darfst einfach nebenbei einen Red Bull trinken. Willst du es haben? Darf ich es haben? Steig aus. Einfach Todesherz, steig aus. Hier. Ehrlich? Mhm. Wieso? So? Ehre. Danke Red Bull für dieses Red Bull Winter Edition. Und Max. Und Max. Max, ich hätte Max gegeben. Nein! Ein Red Bull ist so. Oh, boah, ist das geil. Interviews, wie geht es dir? Ja, der Magen fühlt sich schon langsam. Die Markis werden nicht weniger. Alter. Ich bin jetzt bei 30 Markis, Mann. Ich kann nicht mehr, Mann. Ich hab die Stopp. Hälfte von mir, Mann. Mann. Also, was ist jetzt dein Statement? Mm. Schmeckt halt mega scheiße. Ja. Ich hasse Gurkenmaki. Mann. Es wäre angenehme Vorspeise bis jetzt gewesen. Und ja, ich hoffe, ich krieg später noch Lychees. Ist halt schnell. Aha, es ist wieder mal Jokerzeit, während ich Max neue Markis hinlege. Darf ich was reden? Wie habe ich vorbereitet? 9. David ist aufgestanden. Ja, zum Drehen, ich hab gar nicht. Nein! Nein! Was? Das ist so ein Bullshit. Ja, ich hoffe, du kriegst einen schlechten Joker. Ich spiele gegen mich selber. Ihr müsst jetzt nicht einmal hier sitzen, weißt so. Du? Du fliegst, weil ich mache ja fest. Du darfst das ein Ziel, du darfst ziehen. Wieso darf er für mich ein Ziel? Er hat Ziel, aber er hat derjenige zieht. Ich ziehe die ganze Zeit für mich selber. Ich durfte aus dem Freund, das am öftersten macht schon. Oh, bitte haben Scheiß, Joker. Doping. Das ist ein positiver Joker. Das habe ich mir schon gedacht. Naja, Mann, oder nicht. Was ist Doping? Was ist Doping, ist die Frage. Aber weh, dann ist eine Doping-Kontrolle. Nein, nein,
Nein. Die Cops kochen. Ich habe für Max einen Magenschoner. Den habe ich auch dabei. Das war mein Pitch. Ja. Oh mein Gott. Das war mein Pitch. Aber was bringt der? Du bekommst nichts. Einen Magenschoner. Der bringt doch nichts jetzt. Doch, ich habe nachgefragt. Wenn man zu viel isst, dann soll man den Magenschoner essen. Ich darf dir leider nur einen geben, laut Doro. Die Ausstellung können wir sowieso ins Ganze. Ich gebe dir 5 Euro dafür. 5 Euro? Ja. Nein. Boah, muss man den runterspülen oder lutschen? Zum Einnehmen vor dem Schlucken sorgfältig kauen. Aber wenigstens mal ein anderer Geschmack. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Magenschoner. Möge er deinen Magen schonen. Das ist schon ein bisschen unfair, sondern dass er jetzt den Magenschoner bekommt, nachdem er sich schon 60 reingeballert hat. Ihr habt gar keine Chance. Aber das ist ja schön. Danke. So, wollen wir mal kurz einen Zwischenstand machen, wie wir da sind? Wir haben den Zwischenstand. David hat seine 36. Oh! Applaus, ihr müsst applaudieren. Wow! Boah, jetzt kommt schon wieder. Ein bisschen Gitzler für kurz. So, warte, Max Gitzler. Kurz Max Gitzler. So ein Pickel wie so. Das ist alles, was du wunderst, das sind keine Marke, das sind alles Pickels. Das ist das ganze Eintopf, was du sagst. Du spuckst die Hälfte in deine Hände. Du spuckst die Hälfte in deine Hände. Er hat die Hälfte in der Hand. Trink's runter mit dem Red Bull. Schau, was ist denn das Wagen? Das war's Magen, Mann. Ich hab's gesehen. Du hast das Magen in der Hand. So, wir finden es so drin. Was? Oh, Gott. Wollen wir das noch eine Stunde Zeit? David isst seine Makis auf, die er sich alle gleich. Warum ist ihm so wichtig, weil das jetzt zu tun kommt? Boah, ist mir ja schlecht, Alter. So, David steht auf. Hast alle weggehauen. 40. Ich kotze gleich. Hassan hat seine 36 noch nicht geschafft. Deswegen werden wir hier später in die Wertung reingehen. Mhm. David steht bei einem Ball vor. Es ist warm. Das ist ein richtig pervers, man schaut mal seinen Teller. Also. Und Max, ja, Max steht bei 10, kurz 20, 30, 40, 50, 60. 60 und das, was er noch. Und er ist am besten drauf von allen. Ja. Ich mag sie nicht, wenn er nicht drauf wäre. Wieso so steht die alle? Dass die Marke ist runterrutscht, dass mir Platz für was oben. Dann schluck mal. David, was du jetzt 10 Kniebeugen machst, gib dir 5 Euro Bar auf die Hand. Wirklich? Nein. 10 Liegestütze, gib dem 5er. Okay? Ja. Bei 20 Liegestütze, gib mir der 5er. Ja, aber meine Hände. Boah. Du hast gesagt, du bist die 5 Euro, jetzt 10 Liegestütze. Ja. Ich bin wieder 5 dabei, wenn du 20 machst. Aber du musst 20 machen. Das ist das Spiel so. Fans, das sind keine Liegestütze, das kriegst du den Boden. Nein, das zählt, und das zählt. 5, 6, 5. 9, ich bin so anstrengend, weil ich mag den. Was die 20? 12, 13, 4, 14, 15, 16. Jetzt ist eine Klatsche. 16 Pots! Warum? Jetzt ist die Wange, selbst wenn Nabe das Leben ist, dann die Sackfest erfüllt. Ja! Pamela Reif-Type. Du hast eine Wörter auf. Das ist nicht anstrengend, ich kotze nur gerade. Oh.